Herzlich willkommen heute Abend am 17. Februar hier zu unserem Webinar aus der Asklepios-Klinik Altona zu dem Thema Blutkrebs und Leukämien. Was ist das? Wie diagnostiziert man das? Wie kann man das behandeln? Ich darf mich einmal kurz vorstellen. Mein Name ist Hendrik Brockhoff. Ich bin Assistenzarzt hier in der Asklepios-Klinik Altona in der Hämatologie und Onkologie seit mittlerweile 5 Jahren. Beschäftige mich auch primär seit dieser Zeit mit dem Thema Hämatologie. Unsere Abteilung darf ich auch ein bisschen kurz vorstellen. Wir sind eine Hämatologie-, Onkologie- und Palliativmedizin-Abteilung, eine medizinische Abteilung. Wir verfügen über eine hämatologische Abteilung, eine hämatologische Ambulanz und eine Stammzelleinheit, in der man Stammzellen sammeln kann und in der wir die Stammzellen auch aufbewahren, über eine onkologische Abteilung mit Fachexpertise und über eine Palliativmedizin. Also sind wir breit aufgestellt. Mein Kollege darf sich auch einmal kurz vorstellen. Danke. Marushkin mein Name, ich bin der Facharzt für Hämatologie und Onkologie, habe auch über 6 Jahre Erfahrung in der Hämatologie, beschäftige mich überwiegend in der ambulanten Bereich hier am Krankenhaus Altona und koordiniere auch die Stammzelltransplantation und sammle auch die Stammzellen. Gut, dann wollen wir auch schon mal mit unserem Vortrag beginnen. Ne? Blutkrebs, Symptome, Diagnostik und Behandlung. Dann müssen wir mal ganz am Anfang anfangen. Was sind denn überhaupt die Grundlagen für Blutkrebs, beziehungsweise was ist Blut überhaupt? Unser Blut besteht aus 3 Bestandteilen auf zellulärer Ebene. Diese werden kontinuierlich verbraucht, gebraucht und abgebaut. Einmal gibt es die weißen Blutzellen, die sogenannten Leukozyten. Dann die roten Blutzellen, hier zu sehen die Erythrozyten, die für den Sauerstofftransport im Körper notwendig sind. Und die sogenannten Thrombozyten, die Blutplättchen, die für die Blutgerinnung zuständig sind. Das heißt, wir hatten ja gerade gesagt, Blut wird ständig gebraucht und abgebaut und auch verbraucht im Körper. Das heißt, der Körper muss irgendwo das Blut wieder nachproduzieren. Und das tut er im Knochenmark. Das heißt, in de facto all unseren großen Knochen im Körper, das heißt im Becken, in der Wirbelsäule, in den Oberschenkelknochen, befindet sich nach einer dünnen Haut, einer sogenannten Corticalis, die für die Stabilität der Knochen zuständig ist, ist das Knochenmark. Das sieht man hier in diesem Bereich. Man sieht hier oben auch schon so ein bisschen schön angedeutet in dem Bild das Blut. Hier wird Blut hergestellt im menschlichen Körper. Blut im Körper wird hergestellt aus, im Knochenmark aus sogenannten Stammzellen, aus Blutstammzellen. Die sehen wir hier oben in dieser Reihe. Diese Blutstammzellen können sich teilen, damit sie sich regenerieren und damit davon auch immer genug Zellen zur Verfügung stehen. Und sie können sich aber auch weiter ausdifferenzieren. Was heißt ausdifferenzieren? Sie können reifen im menschlichen Körper. Dann können sie, das sehen wir hier jetzt zum Beispiel einmal auf diesem Weg, sie können sich in den lymphatischen Weg ausdifferenzieren. Sie können zu sogenannten Lymphozyten werden. Einem wichtigen Bestandteil des Blutes und der Lymphgewebe, die für die Immunabwehr notwendig sind. Oder sie können sich in die sogenannte myeloische Reihe ausdifferenzieren, dann entweder zu den eben schon erwähnten roten Blutzellen, Erythrozyten werden, die für den Sauerstofftransport notwendig sind, oder zu den Thrombozyten für die Blutgerinnung oder zu den sogenannten, hier, das ist der große, beziehungsweise dieser große Bereich hier, zu den sogenannten Granulozyten, auch sogenannten weißen Blutzellen, die für die Immunabwehr notwendig sind. Dann kommen wir einmal zu der Ursache von Blutkrebs. Also wieso kann Blutkrebs überhaupt entstehen im menschlichen Körper? Was sind da die Grundlagen? Die Blutzellen im Knochenmark bzw. in den lymphatischen Geweben müssen sich anhaltend teilen, das hatten wir ja gerade besprochen, um weiterhin genug Blut zu produzieren, damit der menschliche Körper lebensfähig ist. Und
bei jeder Zellteilung einer Stammzelle oder auch einer weiteren differenzierten Zelle im Knochenmark können auf DNA-Ebene, also im Zellkern, da wo die genetische Information der Zellen gespeichert sind, können Fehler auftreten. In den meisten Fällen ist es nicht schlimm, wenn in diesem Bereich Fehler auftreten, denn der meiste Bereich der DNA, also unserer genetischen Information, speichert wenig oder weniger relevante Informationen. Aber wenn Gene getroffen werden, also bestimmte Bereiche in der DNA, die für die Zellteilung zuständig sind, also die Zellteilung der Zelle regulieren, also sie einbremsen, wenn dort eine Mutation auftritt in so einem solchen Gen, dann kann es dazu kommen, dass die Zelle, die Stammzelle oder die weiter differenzierte Zelle sich auf einmal anfängt, unkontrolliert zu teilen. Und wie gesagt, wenn mehrere solcher Fehler passieren in der DNA, dann kann Blutkrebs entstehen. Dann kommen wir jetzt mal so ein bisschen zu dem Überblick der Krankheiten, über die wir heute Abend mit Ihnen sprechen möchten. Also, wir wollen einmal das große Thema Lymphome besprechen. Da einmal das Thema Hodgkin-Lymphom und Non-Hodgkin-Lymphom. Und dann wollen wir über die Leukämien mit Ihnen sprechen. Die chronischen Leukämien oder die akuten Leukämien. Dazu nennen die chronische myeloische Leukämie oder die akute myeloische Leukämie oder akute lymphatische Leukämie. Also, ein breites Themenfeld, ein spannendes Themenfeld. Ein wichtiges Themenfeld. Also, dann erstmal zunächst zum Thema Lymphome, Hodgkin-Lymphom und Non-Hodgkin-Lymphom. Was ist ein Lymphom? Ein Lymphom ist oder entsteht aus bösartig veränderten lymphatischen Zellen. Wo finden sich lymphatische Zellen im Körper? Das hatten wir ja eben angesprochen. Entstehen tun diese Zellen im Knochenmark. Aber ihre Funktion ausüben, tun sie in den lymphatischen Geweben. Was sind lymphatische Gewebe? Lymphatische Gewebe sind die Lymphbahnen und die Lymphknoten. Ich habe hier einmal ein Schaubild dargestellt. Hier sieht man diese feinen grünen Linien, das sind die Lymphbahnen. Und diese knotigen Strukturen hier, zum Beispiel der Achselhöhle, ja, das sind Lymphknoten. Diese Lymphbahnen und Lymphknoten sind dafür zuständig oder haben zwei wichtige Funktionen im menschlichen Körper. Einerseits werden bestimmte Zellbestandteile, Zellschrott aus den Geweben abtransportiert, sozusagen eine Art Müllabfuhr im menschlichen Körper. Und zusätzlich ist es so, wenn bestimmte Erreger in den menschlichen Körper eindringen, also Viren, Bakterien, Pilze, also alles, was in den menschlichen Körper infektiologisch nicht hineingehört, werden diese Erreger über die Lymphbahnen in die Lymphknoten transportiert. Und in den Lymphknoten werden sie diesen Immunzellen, den Lymphozyten, präsentiert. Und dann kann das Immunsystem anfangen zu arbeiten und zu versuchen, diesen Erreger wieder loszuwerden durch die körpereigene Immunabwehr. Also eine sehr wichtige Funktion im menschlichen Körper. Die Lymphome sind, wie gesagt, bösartig veränderte Lymphozyten oder entstehen aus bösartig veränderten Lymphozyten. Das heißt, Lymphome befallen primär Lymphknoten im menschlichen Körper, können aber auch in späteren Stadien in anderen Bereichen des Körpers zu finden sein, da wo eigentlich nicht lymphatisches Gewebe zu finden. Dann kommen wir jetzt einmal auf den Subtyp des sogenannten Hodgkin-Lymphoms. Wie stellt man die Diagnose eines Hodgkin-Lymphoms? Also es gibt einen bestimmten Symptomkomplex, wo man an ein Lymphom denken muss. Dazu würde ich gleich nochmal kommen. Aber wenn jetzt jemand sich vorstellt, der geschwollene Lymphknoten hat, deutlich geschwollene Lymphknoten hat, dann ist das ja meistens so, dass der sich bei einem Hausarzt vorstellt und der Hausarzt würde ihn dann an einen erfahrenen Hämato-Onkologen weiterleiten und der würde sich das auch klinisch nochmal angucken, also eine körperliche Untersuchung machen und wenn dort die Auffälligkeit besteht, dann muss eine Bildgebung erfolgen. Das heißt,
Ein CT muss gemacht werden von allen Regionen im Körper, wo sich Lymphknoten befinden. Hals einerseits, Thorax bedeutet einfach hier der obere Rumpfbereich und Abdomen bedeutet den Bauchbereich. Dann, wenn sich das bestätigen sollte in der Bildgebung, dass da ein Verdacht besteht, dass es sich um ein Lymphom handeln könnte, dann ist eine Lymphknotenentfernung notwendig, eine chirurgische Lymphknotenentfernung. Und dieser Lymphknoten wird dann an einen erfahrenen Pathologen versendet, der sich das dann speziell mit Färbungen unter einem Mikroskop anschaut und die Diagnose dadurch sichern kann. Eine Knochenmarkpunktion, das heißt eine Punktion in den Knochen hinein, um Blut und Gewebe zu entnehmen, ist in den allermeisten Fällen notwendig, um die Diagnose weiter zu sichern, wobei sich das so ein bisschen in den letzten Jahren verändert hat, da durch spezielle Bildgebung eine Knochenbeteiligung auch vermutet oder ausgeschlossen werden kann, sodass das nicht unbedingt bei Hodgkin-Lymphomen zumindest aktuell notwendig ist. Dann einmal zur Symptomatik. Also was muss ein Arzt daran denken lassen, dass jemand an einem Hodgkin-Lymphom erkrankt sein könnte? Wir hatten schon gesagt, geschwollene Lymphknoten, zum Beispiel im axillären Bereich, im Halsbereich, würden abgeklärt werden müssen, auf jeden Fall. Wenn nicht gerade aktuell eine Infektion vorliegt, also wie gesagt, unter Infektion kann auch mal Lymphknoten geschwollen sein, da muss man das engmaschig beobachten, aber wenn keine Infektion vorliegt oder das über viele Wochen so anhält, dann muss das auf jeden Fall abgeklärt werden. Ein anhaltendes, nicht anderweitig erklärbares Fieber muss an ein Lymphom denken lassen. Sie müssen sich vorstellen, es handelt sich um Immunzellen, die auch, auch Fieber verursachen können. Ein ungewollter Gewichtsverlust ist relevant oder muss gegebenenfalls abgeklärt werden, wenn es über 10% des Ausgangsgewichtes geht. Also wenn jemand, der 70 Kilo normalerweise wiegt, sich normal ernährt und 15 Kilo abnimmt, dann muss man da schon auch weitere Diagnostik durchführen. Und ein sogenannter Nachtschweiß kann auftreten bei Lymphompatienten. Nachtschweiß bedeutet, dass, lassen Sie sich mal so formulieren, bei 35 Grad Außentemperatur nachts zu schwitzen ist nicht ungewöhnlich, das ist auch nicht gefährlich. Aber wenn man, ich sage jetzt mal, bei normaler Raumtemperatur nachts dreimal sein Bettlaken wechseln muss, weil es so stark durchgeschwitzt wird, also es muss wirklich starkes Schwitzen sein, auch dann muss man an eine Erkrankung wie ein Lymphom potenziell denken. Genau, zum nächsten Punkt. Kommen wir einmal zur Therapiestruktur des Hodgkin-Lymphoms. Primär wird bei dem Hodgkin-Lymphom Chemotherapie eingesetzt, aber es entwickelt sich immer weiter dazu und da haben wir auch hier im Haus an Studien teilgenommen, die das auch weiterentwickeln werden, dass Antikörper bzw. Antikörper beladen mit Chemotherapie, also sehr zielgerichtete Therapie, möglich ist für bestimmte Patienten, was natürlich das Nebenwirkungsprofil von Chemotherapie verbessert bzw. abschwächt, wenn man weniger Chemotherapie einsetzen muss. Für das Hodgkin-Lymphom gilt, das ist eine hämatologische Erfolgsgeschichte, ein Patient mit einem Hodgkin-Lymphom hat eine sehr gute Prognose mit Chemotherapie. Das heißt, wir schaffen es in den allermeisten Fällen, diese Menschen zu heilen. Grob kann man sich so das so vorstellen in der Therapiestruktur, dass je nach Ausprägung der Lymphomerkrankung behandelt wird. Also jemand, der ein eher früheres Stadium hat, nicht viele Lymphknotenstationen befallen hat, nicht irgendwelche anderen Organe befallen hat, der kriegt tendenziell eher etwas schwächere Chemotherapie und auch weniger Chemotherapie und auch kürzere Zeit gegebenenfalls. Jemand, der
sehr viel Lymphknotenbefall hat oder auch andere Organe befallen sind, der braucht stärkere Chemotherapie und das auch potenziell länger. So viel zum Thema Hodgkin-Lymphom. Andererseits, dann kommen wir zum großen Bild, zum großen bunten Bild. Da habe ich jetzt hier mal so ein Schaubild aufgemacht, der Non-Hodgkin-Lymphome. Also es ist ein sehr komplexes, großes Krankheitsfeld mit vielen Erkrankungen, die es dort gibt. Lassen Sie mich ein paar generelle Sachen einmal dazu sagen. Auch wieder so zur Symptomatik. Das ähnelt in großen Teilen dem Hodgkin-Lymphom, also auch Lymphknotenschwellung, unerklärbares Fieber, Gewichtsverlust, Nachtschweiß können auftreten bei Patienten mit einem sogenannten Non-Hodgkin-Lymphom. Auch die Diagnose ist sehr ähnlich strukturiert. Also ich fasse das noch einmal kurz zusammen. Bildgebung brauchen wir, Lymphknotenentfernung brauchen wir, dann Begutachtung von einem erfahrenen Hämatopathologen und eine Knochenmarkspunktion, um eine Knochenmarksbeteiligung da zu diagnostizieren oder auszuschließen. Von der Therapiestruktur, wie gesagt, ist es bei vielen Non-Hodgkin-Lymphomen so, dass sie durchaus unterschiedlich behandelt werden. Deswegen möchte ich das nur so grob skizzieren, was dort möglich ist. Es gibt bei bestimmten Lymphomen einen sogenannten kurativen Ansatz, also einen heilenden Ansatz. Wenn die Lymphome in einem sehr frühen Stadium sind, also wenig Lymphknoten befallen sind, gibt es bestimmte Szenarien, wo man ein Lymphom auch mit einer reinen Strahlentherapie behandeln kann und auch potenziell heilen kann. Sogenannte hochaggressive Lymphome, das heißt, da zum Beispiel genannt, ein sogenanntes diffus großzelliges B-Zell-Lymphom. Das sind Lymphome, die sich sehr schnell teilen, die aber auch sehr gut zugänglich durch die hohe Teilungsrate einer Chemotherapie sind. Das mag so ein bisschen paradox klingen, aber das ist so, auch diese Lymphome können potenziell durch eine Immunchemotherapie geheilt werden. Dann gibt es den sogenannten nicht-kurativen Ansatz, also den nicht-heilenden Ansatz. Man muss sagen, die allermeisten Lymphome lassen sich sehr gut behandeln, auch wenn sie nicht heilbar sind. Das heißt, man kann Lymphome durch Chemotherapie, aber auch durch sogenannte neue Substanzen, durch Antikörpertherapien, zum Beispiel dort genannt, sehr gut zurückdrängen. Das heißt, man kann viel Symptomatik von den Patienten nehmen. Das heißt, man kann ihnen das Leben deutlich erleichtern und man hat mittlerweile mit neueren Therapien, da kommt es so ein bisschen auf die Lymphomart an, aber in den meisten Fällen ist das so, kann man dort viele, viele Jahre die Erkrankung zurückdrängen und hat sogar, wenn die primäre Therapie, also die anfängliche Therapie nicht gewirkt hat, doch noch viele wirkungsvolle weitere Substanzen, die man einsetzen kann. Genau, dann kommen wir jetzt mal so ein bisschen weg von dem Thema Lymphome und gehen über zu dem Thema Leukämien. Und da wollen wir primär mit Ihnen heute noch zwei Erkrankungen besprechen. Einmal die chronische Leukämie, die chronisch-myeloische Leukämie, das würde ich noch besprechen. Und dann würde Herr Wajuschkin gleich zum Thema akute Leukämie übergehen. Die Ursache einer sogenannten chronisch-myeloischen Leukämie, einer sogenannten CML, das ist sehr interessant, diese Erkrankung, denn in den allermeisten Fällen findet man bei Erkrankten ein sogenanntes Philadelphia-Chromosom. Das heißt, wir hatten am Anfang darüber gesprochen, bestimmte Mutationen, wenn die auftreten in der DNA bei Blutzellen bzw. bei Blutstammzellen, dann kann das zu Blutkrebs führen. Hier bei dieser Erkrankung, wie gesagt, das ist so in den allermeisten Fällen zu finden, findet sich genau eine spezielle Mutation. Das hat man entdeckt und dann kommen wir einmal zur Symptomatik der Patienten, die eine chronisch-myeloische Leukämie haben.
Abgeschlagenheit, also sehr unspezifische Symptome, muss man dazu sagen. Nicht jeder, der eine Abgeschlagenheit hat, hat eine chronisch-myeloische Leukämie. Aber es kann mal ein Warnzeichen sein. Schwäche, Appetitlosigkeit, Gewichtsverlust, auch hier Knochenschmerzen können auftreten, denn Leukämien befinden sich primär im Knochenmark und gehen dann ins periphere Blut, also ins ganz normale Blut, über. Und Sie müssen sich vorstellen, wenn die Leukämie dort im Knochenmark sitzt, dann teilt die sich unkontrolliert, verdrängt die normale Blutbildung. Ja, also das ist dann auffällig im Blutbild, aber das kann natürlich auf den Knochen drücken und das empfinden die Patienten teilweise als Knochenschmerz. Und es können Oberbauchbeschwerden auftreten, denn es kann typisch sein bei dieser Erkrankung, dass sich die Milz vergrößert. Also eine Inappetenz oder ein Druckgefühl im Oberbauch bei vergrößerter Milz rechtfertigen eine gewisse weitere hämatologische Diagnostik. Ja, wie stellen wir denn die Diagnose bei der chronisch-myeloischen Leukämie? Zunächst müssen wir dem Patienten Blut abnehmen. Und aus diesem Blut müssen wir ein sogenanntes Differentialblutbild machen. Das heißt, wir müssen uns die einzelnen zellulären Bestandteile dort angucken. Und wir machen eine Laborchemie, das heißt, wir gucken nach Blut, Elektrolyten, Entzündungswerten, verschiedenen anderen Sachen natürlich auch. Dann können wir aus dem Blut, wenn wir da klare Hinweise aus dem Blutbild haben, dass diese Erkrankung vorliegen könnte, können wir diese Mutation, dieses sogenannte Philadelphia-Chromosom, von dem ich eben gesprochen habe, auch nachweisen. Das heißt, eine spezielle genetische Diagnostik ist dann möglich, um die Diagnose endgültig zu sichern, ist dann aber allerdings immer noch eine Knochenmarkpunktion, also eine Entnahme von blutbildendem Gewebe, zum Beispiel aus dem Becken, notwendig und weitere genetische Untersuchungen. Dann kommen wir einmal zur Therapie der chronisch-myeloischen Leukämie, auch eine Erfolgsgeschichte der Hämatologie. Dadurch, dass man herausgefunden hat, welche spezifische Mutation vorliegt, also welcher Bereich der DNA geschädigt ist bei Patienten mit dieser Erkrankung, können wir auch sehr gezielt diese Erkrankung bekämpfen. Wir würden, beziehungsweise dort sind sogenannte Tyrosinkinase-Inhibitoren, schwieriges Wort, entwickelt worden. Diese Medikamente wirken speziell auf den Bereich in der DNA, der geschädigt wird oder geschädigt ist bei der chronisch-myeloischen Leukämie. Und dadurch, alleine durch eine Tablettentherapie mit diesem Medikament, lässt sich in den meisten Fällen oder in allermeisten Fällen diese Erkrankung sehr wirkungsvoll zurückdrängen. Ja. Wenn diese Therapie nicht ansprechen sollte, wie gesagt, da reden wir von Ausnahmen hier, ne, bei Therapieversagen, dann gibt es nicht nur einen Tyrosinkinase-Inhibitor, sondern mittlerweile ganz viele unterschiedliche, die man dann potenziell sukzessive einsetzen kann und mit denen man immer noch die Erkrankung potenziell zurückdrängen kann. Wenn das alles nicht wirken sollte, dann sprechen wir wirklich von Raritäten, aber dann ist es in seltenen Fällen auch notwendig, bei diesen Patienten eine Stammzelltransplantation durchzuführen mit Blutstammzellen. Genau. Da muss ich nochmal einmal zurückgehen, um das nochmal zu erwähnen. Das ist die sogenannte chronische Phase der chronisch-myeloischen Leukämie. Es gibt drei Phasen, die potenziell auftreten bei der chronisch-myeloischen Leukämie. Das ist die sogenannte chronische Phase, die dadurch definiert ist, dass sehr unreife Zellen nicht zu finden sind im Knochenmark. Das ist aber auch in den allermeisten Fällen bei Erstdiagnose dieser Erkrankung der Fall. Also das ist das Häufigste, muss man sagen. Dann gibt es noch zwei weitere Phasen, die sogenannte akzelerierte Phase und die sogenannte Blastenkrise. Wie gesagt, heutzutage eher selten geworden, glücklicherweise, da man die Erkrankung immer früher findet und auch immer früher behandelt. Da finden sich mehr unreife Zellen im Knochenmark und da ist es tatsächlich auch so, man würde zunächst einen Tyrosinkinase-Inhibitor einsetzen.
Allerdings würde man doch schauen, wenn der Patient eher jung und fit ist, eine Stammzelltransplantation bekommen zu können, diese dann auch im Verlauf durchzuführen, wenn ein passender Stammzellspender gefunden wird. Dann kommen wir so ein bisschen zur Therapiesteuerung der chronisch-myeloischen Leukämie. Das Therapieansprechen, das Ansprechen auf diese Tablettentherapie mit den sogenannten Tyrosinkinase-Inhibitoren muss regelmäßig kontrolliert werden. Das ist ganz wichtig und das ist ganz essentiell. Man will dann dort regelmäßig in Blutuntersuchungen und am Anfang auch in Knochenmarkuntersuchungen sehen, dass die Erkrankung immer weniger wird und man sie mit den sensitivsten Methoden nach Möglichkeit irgendwann nicht mehr nachweisen kann. Bei ausreichend langen Ansprechen auf diese Therapie, also wenn man diese Therapie gegeben hat, diese Werte im Blut fallen ab und bleiben auch weiterhin unten, dann ist es so, dass man auch bei dieser Erkrankung irgendwann mal diese Therapie mit den sogenannten Tyrosinkinase-Inhibitoren absetzen kann, also beenden kann. Was natürlich, wenn man auf die Nebenwirkungen auch dieser Therapie schaut, eigentlich gut verträglich, aber es gibt Nebenwirkungen, sehr schön sein kann für die Patienten, das Gefühl zu haben, man hat das beendet und man hat diese Erkrankung hinter sich. Dann ist natürlich weiterhin notwendig, das zu kontrollieren. In bestimmten Fällen kann die Erkrankung dann auch nochmal wiederkommen, aber da kann man ohne Probleme auch wieder diese Medikamente einsetzen und wieder diese Erkrankung Dann erstmal vielen Dank. Dann ist mein Teil dieses Vortrages erstmal hier beendet und Herr Wajuschkin würde Ihnen jetzt noch ein bisschen was zum Thema akute Leukämien erzählen. Ja, vielen Dank, Herr, für den tollen Vortrag. Du hast mir gespart, einige medizinische Begriffe zu erklären jetzt. Und ich habe das Thema akute myeloische Leukämie vorbereitet. Erstmal fangen wir an, wie oft tritt überhaupt die akute myeloische Leukämie auf? Und das sind circa vier Krankheiten oder vier Personen pro 100.000 Einwohner pro Jahr. Man muss sagen, ab dem 70. Lebensjahr steigt die Krankheitshäufigkeit und beträgt circa 100 Personen pro 100.000 Einwohner pro Jahr. Da komme ich jetzt zur Pathophysiologie. Was ist überhaupt eine akute myeloische Leukämie? Das ist eine bösartige Erkrankung des blutbildenden Systems, Blutkrebs, bei der eine frühe Vorstufe der myeloischen Zellen enttartet und sich unkontrolliert vermehrt. Die Leukämiezellen vermehren sich schnell im Knochenmark und führen zur Verdrängung des gesunden Knochenmarks, der gesunden Hämopoese, Blutproduktion. Und als Folge dieser Verdrängung der Hämopoese entstehen verschiedene Symptome. Je nachdem, welche Blutreihe verdrängt, mehr oder weniger verdrängt wird, entstehen Infektionen mit manchmal auch schweren Verläufen und Blutvergiftungen. Manchmal entstehen auch Blutungen, Luftnot, falls die rote Blutreihe zu verdrängt ist und der Patient Blutarmut hat. Und auch Leistungsminderung zum Beispiel. Das sind auch wieder untypische Symptome, aber man sollte schon achtsam sein und auf seinen Körper hören und bei Auffälligkeiten schon zum Hausarzt gehen. Jetzt wollte ich nochmal sagen oder nochmal wiederholen, was sind die myeloischen Zellen? Das sind die roten Blutkörperchen, die Erythrozyten, die weißen Blutkörperchen, die Leukozyten und die Blutplättchen, die Thrombozyten. Auf diese Folie möchte ich Ihnen zeigen, wie ein Knochenmark mit einer akuten Leukämie aussieht. Hier könnte man sehen, dass das Bild sehr monomorph aussieht, sehr blau. Die Zellen sehen alle so ähnlich aus. Die gesunden Zellen sind kaum zu sehen, vielleicht einzelne hier. Und das Knochenmark ist voll. Auf dem nächsten Bild möchte ich ein gesundes Knochenmark zeigen, beziehungsweise die gesunden Zellen des Knochenmarks. Knochenmark an sich sieht man hier nicht. Und das ist schon ein großer Unterschied. Die Zellen sehen unterschiedlich aus.
Das Bild sieht bunt aus. Zellen haben verschiedene Formen und wie gesagt, da sind alle drei Reihen der Blutbildung hier auf dem Bild. Und so sieht das gesunde Knochenmark aus. Welche Risikofaktoren spielen eine Rolle für Entstehung einer akuten myeloischen Leukämie? Als erstes wollte ich Chemotherapie nennen. In der Vergangenheit, die Patienten, die in der Vergangenheit Chemotherapie oder starke Chemotherapie erhalten haben, haben auch Gefahr, auch eine akute Leukämie zu bekommen. Auch Pestizide und Benzol spielen auch eine Rolle. Strahlungsexposition, das Rauchen und auch einige Krankheiten können auch als Vorstufe der akuten myeloischen Leukämie sein. Zum Beispiel ein myelodysplastisches Syndrom. Das ist auch eine chronische Erkrankung des Knochenmarks, die durch genetische Veränderungen in Blutstammzellen entsteht und dann mit der Zeit zu einer akuten Leukämie führen könnte. Das Alter, wie ich schon am Anfang gesagt habe, je älter die Patienten sind, umso häufiger die Erkrankung entstehen könnte. Und auch Störung der Genreparatur durch verschiedene Genmutationen könnte auch eine Ursache für Entstehung einer akuten Leukämie sein. Welche Symptome? Symptome sind auch wieder untypisch. Die Symptome sind Ausdrucks Verdrängung des Blutbildes. Und bei Blutarmut sind die Symptome sowas wie Müdigkeitszustände, verminderte Belastbarkeit und blasse Haut. Symptome der Neutropenie heißt, wenn die weißen Blutkörperchen vermindert sind und die Abwehrkräfte nicht mehr gewährleistet können, können solche Symptome wie Infektionen sein, ganz oft Lungenentzündung, auch Racheninfektionen, Hautinfektionen, manchmal auch systemische Pilzinfektionen und auch unklares Fieber. Und Ausdruck der Thrombozytopenie sind die Blutergüsse an der Haut, Nasenblutungen, Zahnfleischblutungen. Ganz oft auch die Patienten kommen vom Zahnarzt zu uns eingewiesen, weil die kommen da mit Zahnfleischblutung und der Zahnarzt dann untersucht das Blutbild und sieht Verdacht auf eine hämatologische Erkrankung und schickt solche Patienten zu uns. Passiert aber selten, auch nicht jede Zahnfleischblutung sollte jetzt ein Zeichen einer Leukämie sein, aber könnte schon ein Zeichen einer Thrombozytopenie sein. Und das wird dann weiter auch in unserer speziellen Abteilung aufgearbeitet. Jetzt kommen wir zur Diagnose. Wie gesagt, bei Verdacht einer akuten Leukämie wichtig ist eine Blutentnahme und Anamnese. Das passiert in der Regel beim Hausarzt, weil der Patient geht zuerst zum Hausarzt oder in die Notaufnahme, wenn irgendein Symptom auftritt. Und ein Arzt soll einen solchen Patienten unbedingt in eine spezielle Abteilung verlegen, das heißt Hämatologie. Und hier bei uns in der Hämatologie finden alle notwendigen Untersuchungen statt, um so schnell wie möglich, um so genau wie möglich die Diagnose zu bestätigen oder auszuschließen. Da finden auch verschiedene Blutuntersuchungen statt, verschiedene Knochenmarkuntersuchungen und an sich die Knochenmarkpunktion statt. Und dazu werden auch ergänzend noch andere Untersuchungen durchgeführt, so wie Computertomographie, Herzultraschall, EKG. Also Herzultraschall und EKG sind schon die Untersuchungen, die helfen uns zu verstehen, wie fit der Patient ist für eine Therapie, falls die Diagnose steht. Und jetzt kommen wir zu der Therapie. Ich muss gleich sagen, für Patienten oder für Leute, die zum ersten Mal die Diagnose vom Arzt gehört haben und jetzt gestellt bekommen haben, dass Leukämie ist kein Todesurteil. Das sollte sehr wichtig sein, weil viele denken immer noch, dass Leukämie nicht geheilt werden kann. Sie kann geheilt werden. Therapie und Heilungschancen hängen natürlich von verschiedenen Aspekten ab, vom Alter, vom körperlichen Zustand des Patienten und von Art der Leukämie ab.
Bei einem kurativen Ansatz heißt, wenn der Patient geheilt wird oder das, mit dem Ziel geheilt zu werden, sollte man auch mit langem Aufenthalt rechnen. Weil die Therapie an sich, wenn wir jetzt zum kurativen Ansatz kommen, besteht aus Chemotherapie, die gibt man in der Regel also circa 7 Tage. Und je nachdem, wie gesagt, was für eine Art der Leukämie ist, kann auch die Chemotherapie mit neuen modernen Medikamenten noch ergänzt werden, um die Heilungschancen zu erhöhen. Und wie gesagt, diese Phase ist halt circa 4 Wochen, weil der Patient nach der Chemotherapie noch circa drei Wochen braucht, um sich zu erholen davon. Und ich muss sagen auch, dass nicht jede akute myeloische Leukämie braucht eine Stammzelltransplantation. Also nicht in jedem Fall wird die Stammzelltransplantation gemacht. Es gibt auch einige Arten von akuten myeloischen Leukämie, die nur mit Chemotherapie und gegebenenfalls, wie gesagt, ergänzenden Medikamenten geheilt werden kann. Und ein zweiter Punkt, es gibt auch einen palliativen Ansatz. Palliativer Ansatz wird oft bei den Patienten verwendet, die schon sehr alt sind und vorerkrankt sind. Sogar auch bei diesem palliativen Ansatz mit den neuen Medikamenten erreichen wir sehr gute Ergebnisse und man könnte auch die Lebensqualität solcher Patienten verbessern. Bei palliativem Ansatz besteht die Therapie in der Regel aus Bauchspritzen, auch von 5 bis 7 Tagen und aus Tabletten. Natürlich die Patienten, die zum Beispiel sehr alt sind und sehr krank sind und keine Therapie wünschen, denen bieten wir auch symptomatische Therapie an. Das heißt Bluttransfusion, antibiotische Therapie und weitere Betreuung in der Ambulanz. Andere wichtige Aspekte wollte ich nochmal nennen. Das ist die Einstellung des Patienten. Das ist sehr wichtig, dass der Patient nicht aufgeben soll, wenn er diese Diagnose hört, weil wir als Hämatologe auf seiner Seite stehen und alles machen werden, um ihm bestmöglich zu helfen. Es ist natürlich sehr wichtig, das Vertrauen und gute Zusammenarbeit mit dem Arzt, weil der Arzt ist, wird auch diese Person sein, die jeden Tag ins Patientenzimmer kommt mit schlechten oder guten Nachrichten, mit Gesprächen. Und das ist sehr wichtig natürlich, dass das funktioniert. Und was wollte ich noch sagen? Also jede hämatologische Abteilung verfügt über psychologische Unterstützung für Patienten. Und das ist auch sehr wichtig für die Krankheitsverarbeitung. Ja, hier bin ich auch jetzt am Ende. Und jetzt sind wir bereit, Ihre Fragen zu beantworten. Wir sehen schon im Chat mehrere Fragen. Genau, dann gehen wir mal von, räumen wir das Feld mal von hinten auf. Wir lesen hier, wann muss ich denn stammzelltransplantiert werden bei einer Leukämie? Also, Herr Kollege Wajuschkin hatte jetzt ja primär über die akuten Leukämien gesprochen und die akute myeloische Leukämie. Dann würde ich das mal für dieses Feld etwas grob beantworten. Es gibt, das hatte ich ja am Anfang erzählt, die Grundlage dessen, dass Krebs überhaupt entsteht, sind genetische Veränderungen. Und bei der akuten Leukämie, akuten myeloischen Leukämie, suchen wir genau diese genetischen Veränderungen. Und es gibt genetische Veränderungen, die, das hat man untersucht, viele Jahre in Studien, bestimmte genetische Veränderungen, die, wenn man diesen Menschen nur Chemotherapie geben würde, häufig dazu führt, dass die Leukämie im Verlauf wiederkommt. Das heißt, wenn wir sogenannte ungünstige genetische Veränderungen finden, dann würde man bei einer akuten myeloischen Leukämie sagen, wenn wir einen passenden Spender finden und die Chancen dafür haben sich in den letzten Jahren extrem gesteigert und sind mittlerweile gut, einen passenden Spender zu finden, dann würde man solche Patienten, solche Hochrisikopatienten potenziell Stammzelltransplantieren. Dann ist es so, es gibt bestimmte
Risikokonstellationen, wenn jemand zum Beispiel einen soliden Tumor vorher hatte, also eine Krebsart vorher hatte. Ich will jetzt mal ein Beispiel festmachen, zum Beispiel Brustkrebs vorher hatte, Chemotherapie bekommen hat vorher schon. Auch dann würde man sagen, wenn dann im Verlauf eine akute Leukämie auftritt, hat diese akute Leukämie ja potenziell schon mal, beziehungsweise diese Zellen, die Stammzellen vorher schon mal Kontakt mit Chemotherapie gehabt. Und auch dann besteht eine Risikokonstellation, dass die akute Leukämie nicht durch Chemotherapie alleine heilbar ist. Auch dann würde man eher sagen, man würde, wenn der Patient jung und fit genug ist, das muss man immer, glaube ich, dazu sagen, ne? Denn eine Stammzelltransplantation ist schon anstrengend, dann würde man transplantieren. Und dann gibt es bestimmte hämatologische Erkrankungen, die sogenannte Vorstufen für eine akute Leukämie sein können. Auch diese Menschen, auch diese akute Leukämien, beziehungsweise diese Menschen, die diese Erkrankung vorher haben, auch bei denen haben wir gelernt, dass eine alleinige Chemotherapie nicht ausreichend ist. Umgedreht muss man sagen, es gibt auch bestimmte genetische Veränderungen, die uns eher einen günstigen Verlauf bei einer akuten Leukämie anzeigen können. Und wenn wir das sehen sollten, dann würden wir es primär immer natürlich versuchen, mit Chemotherapie alleine die akute Leukämie zu besiegen. Wichtig ist bei der akuten Leukämie in der Phase der Chemotherapie, wir müssen ganz häufig nachschauen. Also wir müssen regelmäßig sogenannte Knochenmarkspunktionen machen und nachgucken, führt das, was wir da gerade machen, die Chemotherapie zu dem gewünschten Erfolg, nämlich, dass wir keine Leukämie mehr im Knochenmark sehen. Wenn das der Fall ist und wir eine günstige genetische Konstellation haben, dann reicht Chemotherapie. Allerdings, wenn wir unter unserer Therapie auch bei einer günstigen Genetik sehen sollten, dass nicht ausreichendes Ansprechen da ist, das heißt Leukämiezellen übrig bleiben nach viel Therapie, auch dann würde man eine Stammzelltransplantation durchführen. Ja. Ich sehe jetzt die Frage zur chronischen lymphatischen Leukämie. Wann sollte man mit der Therapie beginnen und was für Therapieoptionen? Das von einem Zuschauer und auch von demselben, auch ob man bei uns die Zweitmeinung holen kann. Erstmal sage ich, chronische lymphatische Leukämie ist eine niedermalige Erkrankung und da haben Sie recht. Also es gibt auch Fälle, wo wir gar keine Therapie machen. Das ist natürlich, es gibt bestimmte Blutparameter, Zustand des Patienten, auch Beschwerden des Patienten vor allem, auch B-Symptome, die wir heute schon mehrfach erwähnt haben und auch Organveränderungen, falls da sich die CLL befindet. Das ist so ein Komplex, wo man dann auch als gesamtes Bild betrachtet und entscheidet, ob man eine Therapie, ob man den richtigen Zeitpunkt jetzt hat, die Therapie zu machen, oder ob man wartet. Wenn die chronische lymphatische Leukämie im Knochenmark sich breit macht, sag ich mal, und die Blutbildung verdrängt, das wären auch wieder die Zeichen, dass man mit der Therapie beginnt. Oder wenn die Lymphknoten vergrößert sind und die Lymphknoten auf Organe drücken und Probleme machen, dann ist es wieder auch die Indikation für eine Therapie. Und dann ist auf jeden Fall Zweitmeinung können Sie gerne auch bei mir holen in der Ambulanz. Da können Sie auch über die Pforte Asklepios Altona sich mit der Ambulanz Zentrum 2 verbinden lassen und einen Termin ausmachen. Bringen Sie alle Unterlagen mit und dann gucken wir zusammen genau Ihren Fall. Was hier interessant ist bei der CLL, ist, das heißt ja chronisch-lymphatische Leukämie. Da denkt man ja irgendwie, im Moment, das haben wir ja gar nicht eben aufgezählt bei den Leukämien, aber tatsächlich ist eine CLL ein Lymphom. Also das heißt, es entsteht in den Lymphknoten, setzt sich dann aber auch immer bei dieser Erkrankung mit ins Knochenmark, beziehungsweise befällt die Lymphknoten da und führt zu einer Lymphknotenschwellung. Ne? Das machen die Leukämien ja eher seltener, muss man so sagen. Und genau
vielleicht nochmal einmal zusammengefasst, ist genau richtig, wie die Fragestellung auch von aus dem Chat hier. Also man muss eine CRL nicht immer behandeln. Da gibt es klare Richtlinien, was die Blutwerte angeht. Und man muss natürlich gucken, wenn die Lymphknoten so groß werden bei diesem Lymphom, dass sie so anschwellen, dass sie Organe bedrohen, auch dann müssen wir loslegen. Oder wenn wir die B-Symptomatik mit dem Nachtschweiß, Fieber oder extremen Gewichtsverlust da haben. Das kann eine sogenannte Indikation zur Therapieeinleitung sein, also der sogenannte Startschuss für die Therapie. Ne? So, was haben wir denn da noch? Was sind zelluläre Bestandteile? Genau. Also, hatte ich ja eben am Anfang schon einmal erwähnt. Also unser Blut besteht aus ganz verschiedenen Bestandteilen. Also einmal dem flüssigen Anteil, sogenanntem Serum. Ja, also das ist de facto Wasser. Da befinden sich Eiweißbestandteile, wichtige Eiweißbestandteile im Körper drin. Und aus den sogenannten zellulären Bestandteilen, also aus Blutzellen. Also aus einer Struktur mit einer Gewebsmembran drumherum, einem Zellkern potenziell, also nicht alle Zellen haben einen Zellkern, aber die meisten schon. Und diese zellulären Bestandteile sind einmal die roten Blutzellen, die sogenannten Erythrozyten, die für den Sauerstofftransport notwendig sind. Die weißen Blutzellen, ne, die ja beim Blutkrebs dann bösartig verändert sein können, die sogenannten Leukozyten und die Thrombozyten. Und die sind zusammen mit dem sogenannten Serum, also Flüssigkeit, Wasser und Eiweißen im Blut vermischt und ergeben dann als Gesamtbild unser Blut. Gut. Dann haben wir hier nochmal die Frage, ist eine akute Leukämie vererbbar? Willst du, soll ich? Ich würde sagen, also es gibt sehr viele verschiedene genetische Erkrankungen, bei denen man genau nachschauen soll, was für eine genetische Erkrankung zu welchen Krebsarten führen kann. Jetzt so pauschal würde ich sagen, dass die akute myeloische Leukämie nicht vererbbar ist. Allerdings, es gibt aber, wie gesagt, einige genetische Veränderungen oder genetische Erkrankungen, die auch schon als Prädisposition für eine Veränderung in den Zellen führen kann und dann auch verschiedene auch Krebserkrankungen verursachen kann. Ich glaube, den meisten Patienten, die eine akute Leukämie als Diagnose bekommen, wenn sie jung sind, wenn sie Kinder haben, na, die stellen uns diese Frage. Es gibt sehr, sehr, sehr selten, ne? Das muss ich mal so betonen, genetische Erkrankungen, die meistens aber im frühen Kindesalter dann schon dazu führen, dass jemand eine akute Leukämie entwickelt. Und die meisten Mutationen, also die meisten genetischen Veränderungen, also die Schäden an der DNA, entstehen im weiteren Verlauf des menschlichen Lebens im Knochenmark bei den Menschen und nicht in... Das erklärt, dass die Patienten über 70 Jahren dann auch öfters doch Leukämie bekommen können als die jüngeren Patienten. Das ist auch typisch für eine akute myeloische Leukämie. Genau, und das heißt, wenn diese genetischen Veränderungen dann im Knochenmark primär passieren, dann sind von dieser Stelle aus nicht vererbbar. Ne? Das gilt für die allermeisten Patienten. So. Genau. Gucken wir mal hier in die Liste. Was sind denn Antikörper, sehe ich hier als Frage. Ne? Das haben wir einfach mal so eben erwähnt, aber das können wir natürlich auch mal so ein bisschen erklären. Antikörper benutzt unser Körper schon seit Millionen von Jahren, vielleicht sogar schon noch ein bisschen länger, für den Kampf gegen Infektionen. Das heißt, das sind spezielle Eiweiße, die durch Immunzellen hergestellt werden, die auf zum Beispiel Infektionserregern binden können. Ne? Also wenn man sich vorstellt, dass irgendwo im Blut ein Infektionserreger ist, dann können bestimmte Immunzellen den erkennen
und dann können die spezielle Eiweiße herstellen, die sich auf diesen Erreger binden und dann dafür markieren, dieser Erreger gehört hier nicht hin. Bitte, liebe andere Immunzellen, macht diesen Erreger jetzt mal kaputt. So. Und das ist in den letzten Jahren in der Hämatologie, aber auch in der Onkologie weiterentwickelt worden, dieses Konzept, beziehungsweise ein Konzept entwickelt worden, wo man künstlich Antikörper herstellt, die auf bestimmte Zellbestandteile binden können, die vor allen Dingen von Krebszellen hergestellt werden. Das heißt, dann werden auch diese Krebszellen markiert und für das Immunsystem freigegeben zum Abbau. Das heißt, man kann dadurch diese Krebszellen dann zerstören. Was einen großen Vorteil bietet, weil es eine sehr selektive Therapie ist. Das heißt, man kann sehr gut differenzieren, welche Zellen zerstört man damit. Bei der klassischen Chemotherapie ist es ja so, dass de facto alle Zellen im menschlichen Körper, die sich gerade teilen, wenn die Chemotherapie gegeben wird, potenziell mitgeschädigt werden können. Also nicht nur Krebszellen, sondern auch zum Beispiel die Haarzellen, das ist die typische Haarverlustzellen im Mundbereich oder im Magen-Darm-Bereich, die dann zu Übelkeit führen können. Also eine sehr ungerichtete Waffe, möchte ich jetzt mal so sagen. Eine Waffe, die man benutzen kann, die, wie gesagt, in hämatologischen Fällen auch zur Heilung oder zu guten Remissionen führen kann. Das heißt, sie ist wichtig. Wir müssen sie auch erstmal weiterhin benutzen. Aber diese Antikörpertherapie, das heißt, das selektive Markieren von Zellen zum Abbau, das ist wirklich eine sehr schöne Sache. Und das zieht immer mehr in die Hämatologie ein und wird auch schon viel benutzt, aber da ist auch vieles in Bewegung und entwickelt sich viel. Das heißt, wir sind da auch sehr positiv gestimmt, dass man vielleicht irgendwann mal an einen Punkt kommen wird, das ist mit Sicherheit nicht in allernächster Zeit, aber vielleicht irgendwann mal an einen Punkt kommen wird, dass fast alle Therapien oder viele Therapien, zumindest viele Erkrankungen, auch ohne Chemotherapie und ohne Chemotherapiewirkung behandelt werden können. Das ist ja sogar bei der CLL, ist das ja sogar mittlerweile so. Ne? In der Erstlinientherapie der chronisch-lymphatischen Leukämie kann man mittlerweile auch ohne Chemotherapie arbeiten, was uns natürlich sehr freut. Und da wollte ich noch dazu sagen, Medizin ist auch schon so weit gegangen, dass es auch die Antikörper gibt, die auch bestimmte Toxine an sich tragen, die schon genau zielgerichtet sind gegen die Zellen, die Oberfläche, passende Oberfläche zu diesem Antikörper hat und dann diese Toxine da genau an der Zelle freisetzen. Nicht an allen Zellen wie die Chemotherapie, sondern genau gegen bestimmte Zellen, so wie auch einige Lymphome oder einige Leukämien. Ich glaube, an eine Frage hatte ich da eben noch gesehen, wie Nachtschweiß entsteht. Ne? Also. Liegt an der hohen Zellteilung im Körper. Und das ist ein großer Umsatz, weil die Zellen dann werden nicht normal geteilt, sondern die vermehren sich in seiner Teilung. Und natürlich, diese Zellen werden dann auch schnell, auch einige gehen kaputt. Und dadurch werden auch verschiedene Zytokine freigesetzt. Und, also Hormone bzw. Botenstoffe, die Fieber auslösen. Ne? Die dann Fieber auslösen, genau. Genau, also wie gesagt, diese Zytokine, ne, also das sind ja Immunzellen, muss man sich ja vorstellen. Mhm. Ne? Ja. Immunzellen, die dort sich unkontrolliert teilen. Und Immunzellen können normalerweise für Fieber sorgen, ist ja auch richtig, dass sie für Fieber sorgen können. Fieber hat ja eine wichtige Funktion im menschlichen Körper bei einer Infektion, nämlich Bakterien, Viren, Pilze mögen es nicht warm, ne? Ja. Dann gehen die eher kaputt. Wie gesagt, bei einer unkontrollierten Teilung von Immunzellen, wenn denn diese Zytokine, also diese Botenstoffe für Fieber unkontrolliert freigesetzt werden, dann ist das natürlich kontraproduktiv. Aber dadurch entsteht dieser Nachtschweiß beziehungsweise das Fieber. Kommt noch was? Oder? Haben wir noch was? Zum Abschluss noch mal lächeln.
Das tun wir auf jeden Fall. So, ich glaube. Ich glaube, ich habe alles beantwortet. Genau. Gut, dann erstmal vielen, vielen Dank für Ihre Zeit. Ja. Wir haben uns sehr gefreut, dass wir das hier heute mal Ihnen präsentieren dürfen. Wir stehen jederzeit für Zweitmeinungen oder für eine potenzielle Behandlung von den hämatologischen Erkrankungen natürlich bereit. Sie können gerne Kontakt aufnehmen über das hämato-onkologische Sekretariat der Asklepios-Klinik Altona. Und wie gesagt, falls wir uns mal persönlich treffen sollten, falls wir Ihnen irgendwie noch helfen können, bei Fragestellungen, wenn was unklar ist, wir nehmen uns gerne Zeit. Merkt man vielleicht heute Abend auch für solche Gespräche. Das ist natürlich wichtig am Anfang, wenn man so eine Diagnose bekommt, ausreichend informiert zu sein. Wie gesagt, wären wir gerne Ihr Ansprechpartner. Ansonsten bleibt mir nur zu sagen, wünschen wir Ihnen noch einen schönen Abend und bedanken uns für die Aufmerksamkeit.